Moin zusammen und willkommen zurück zu Minecraft. Jetzt ohne Staffel, ohne großes Pimborium und ohne, dass wir uns irgendwelche großen Ziele setzen, starten wir in ein neues Let's Play, weil wie gesagt, ohne Staffeln jetzt. Also wir daddeln jetzt so lange hier rum, bis wir keinen Bock mehr haben und das kann ein bisschen dauern. Ja, aber das letzte Mal in der letzten Staffel natürlich von The Search haben wir uns auf den Weg hier zurückbegeben und haben unsere letzte große Reise angetreten, sozusagen, weil es hat ein bisschen gedauert, bis wir es wiedergefunden haben. Wir waren aber ziemlich schnurstracks hier drauf zugelaufen, sowas nicht, aber hier ist der Blinde. Hi. Oh, ich bin so froh, wieder hier zu sein, um endlich wieder nur ganz normal zu spielen, wie ich eigentlich spielen möchte, ohne irgendwelches Komborium drumherum. Das finde ich eigentlich ganz gut und ich habe noch Blümchen in meinem Inventar. Wieso habe ich Blümchen in meinem Inventar? Wahrscheinlich, weil ich wieder irgendwo was eingesammelt habe. Und wieso sind hier Orchideen drin? Habe ich die Blumen nicht drüben in meiner anderen Kiste? Ich glaube schon, da wo ich angefangen habe hier zu bauen. Da, dahinten. Da. Da, da, da. Genau, da. Ach ja, der schöne Weg. Jupp, wir haben ja so ein kleines Ziel, sag ich mal noch, was wir unbedingt noch machen wollen, nämlich das Badezimmer bauen. Wir wollen den ganzen Berg aushöhlen und da eine riesige Festung reinpacken. Da sind die Blümchen. Duck, duck, duck. Ich habe voll viele Orchideen. Man kann nie genug Orchideen haben. Aber ich glaube, bevor ich das anfange, möchte ich gerne meinen Weg hier ordentlich machen. Weil, ja, wir wollen hier keinen roten Sand mehr haben und der soll raus. Und ich habe vorhin noch gesehen gehabt, ich habe hier sogar schon mit Andesit angefangen gehabt, was auch nicht schlecht aussieht. Aber nee, der ist mir zu dunkel. Immer noch. Den Stein hier wollte ich auf jeden Fall lassen. Ich habe kurz überlegt, da jetzt noch Andesit zu polieren und das dann dahin zu packen. Also polierten Andesit. Aber ich glaube, weil wir hier schon überall so mit Stein gemacht haben, genauso wie Stufen hier, machen wir das da auch weiter mit den Steinen. Und damit wir auch ordentlich durchstarten können, hier muss ich erstmal den Rest aus meinem Inventar entfernen. Die Kiste war. Da ist die Kiste. Und ich habe ein voll wundertolles Schwert. Und dieses wundertolle Schwert möchte ich gerne aus meiner Hand legen. Und ich möchte gerne meine Sachen wieder haben, die ich hier zurückgelassen habe, bevor ich in das Tafelbiom gegangen bin. Ist das nicht der? Habe ich das alles? Habe ich das alles? Das wird Schrott, habe ich in meinem Inventar drin gehabt. Jedenfalls, wir haben hier noch Steak, wir haben das. Das ist halt das Diamantspitzhacke. Okay. Wieso habe ich Eisen? Ich frage gar nicht mehr nach. So, wir haben ein Eisenschwert, wir haben eine. Kannst du dich bitte da hinsetzen? Warum machst du? Ich hasse dich. Dann haben wir eine Schaufel. Das haben wir hier noch. War ich kurz so vor dem Nether gewesen? Das sieht nämlich gerade so danach aus. Das lasse ich jetzt mal hier drin. Das hier muss ins Lager. Warum ist das hier drin? Ich weiß es nicht. Ich muss erstmal wieder aufräumen, ne? Ist man gerade mal seit einer Folge wieder hier, nicht mal einer Folge. Und was muss man erstmal machen? Aufräumen, weil man das letzte Mal, bevor man hier weggegangen ist, total viel Schwachsinn gemacht hat. So, wo kommt das Zeug eigentlich rein? Da kommt das rein. Wir müssen unbedingt mehr Diamanten haben. Bin ich voll für, weil das ist nicht gerade viel. Komisch, ne? Wenn man Let's Play macht, dann kriegt man irgendwie nicht so viele Diamanten. Weil man nicht gezielt danach sucht, sondern einfach nur in eine Höhle reinspaziert und Zeug macht. So, das packe ich jetzt damit rein. Dann habe ich noch Stöcker. Stöcker könnte man ja mal da oben reinpacken. Dann habe ich noch Kohle. Das passt hier bestimmt auch irgendwo rein. Da. Und Samen habe ich noch. Die Samen. So. Gut, wir haben ein bisschen Zeug mitgebracht. Wir haben nasse Schwämme hier immer noch drin. Die soll ich langsam mal rausnehmen. Sonst weiß ich ja, schimmelt mir das da alles weg. Das muss doch nicht sein. So, dann nehmen wir mal den ganzen Kram hier raus. Behutsamkeitsdinge. Ja, waren die Sättel lassen wir drin. So, jetzt wollen wir natürlich durch die Samen einsammeln. Ich kann da nicht rüberspringen, weil das so niedrig ist. Und dann packen wir das ganze Zeug da rein. So, hier haben wir Prismarin. Das ist dunkler Prismarin. Das ist ganz normaler Ziegel. Dann machen wir das so. Ich habe so das detaillierte Gefühl, dass das nicht reichen wird, was wir hier haben. So, das machen wir da alles hin. Wieso sind das eigentlich? Das sind Kristalle und das sind Scherben. Okay. Interessant. Und der Schwamm natürlich. Schwamm, ganz wichtig. So, wir haben Diorit, wir haben Andesit. Habe ich hier eigentlich schon irgendwo eine Kiste, wo ich das reinpacke? Hier, ne? Ja. Genau, hier ist Andesit. Wieso habe ich so viel Andesit? Wow, habe ich da gezielt mal nachgesucht? Ich weiß es nicht mehr. Es kann sein. So, wir wollen aber den Diorit haben. Den polierten jetzt gerade nicht. Und ich glaube, das reicht vielleicht gerade mal für den Weg, den wir da draußen haben. Schauen wir doch mal. Und lass uns mal überraschen, ob das reicht. Und ich möchte den gerne unpoliert lassen. Weil es schön aussieht, finde ich. Gut, ich muss erstmal der ganze Sand da wieder raus. Den ich da mühsam reingepackt habe. Oh, wow. Ich habe eine sehr, sehr.
Moment. Das geht gar nicht. Ich hätte gern eine bessere Schaufel. Den Luxus, den gönne ich mir jetzt, weil ich andere Schaufeln gewohnt bin. Ah, ich spiele zu viel online. Das ist echt schlimm. So, was muss man überlegen? Da haben wir Diamanten. Dann haben wir hier drüben die Stöcker gehabt. Dann nehmen wir mal zwei. So, dann gehen wir mal hinauf nach oben zu unserem kleinen Zaubertischchen. Den ich glaube ich noch nicht komplett fertig habe, weil dann noch Bücherregale fehlen. Fehlen immer Bücherregale, aber so sieht das am schönsten aus. Ich will das gar nicht großartig, ne? Weißt du, so zubauen und so. Stehst du? Habe ich hier eigentlich noch irgendwas Schönes drauf? Rückstoß, Wasser, Mann, nö. Hier gucken wir mal, was das so hergibt. Hi. So. Haltbarkeit, Effizienz ist schön. Das ist auch effizient. Was ist das? Eine 8? Das ist eine 8, ne? Der ist noch nicht besonders hochgelevelt. Da müsste sich ja eigentlich nichts anderes tun als mit dem anderen. Aber ich muss mir mehr Bücherregale hinstellen. Ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht. So, jetzt haben wir Effizienz und Haltbarkeit drauf. Das ist schon mal besser als das. Und der wächst nicht, der Wachsen. Und Pilze. Pilze. Weil der rote wächst nicht. Wachst nicht. Wachsen tut nicht. Tut nicht wachsen tun. Genau. Genau so war ich das. So, jetzt gehen wir aber raus und schaufeln uns da an den Weg. Zurecht. Was hab ich da drauf? Da ist auch Effizienz drauf. Okay. Warum ist die Kuh auf der Schwarzeiche? Warum ist eine Kuh auf der Schwarzeiche? Das geht nicht. Ja, das geht schon ein bisschen schneller. So, so kann man besser arbeiten. Und dann können wir demnächst dann nochmal gucken, dass wir ein paar mehr Bücherregale dahin stellen, damit wir auch ordentlich verzaubern können, weil das ist ein bisschen wenig, so bei Level 8, ne? Ich weiß ja nicht, ne? Also, es ist, ne? Ich wollte mal ja mal ein bisschen gucken, dass wir da ein bisschen, ne? Ein höheres Level drauf gekriegt. So, die ganzen anderen sieht hier noch wieder rauskloppen. Was auch gar nicht lange dauert oder so, mit dieser Spitzhacke. Ja, ich meckere jetzt gerade ein bisschen auf den Spitzhacken rum, weil ich andere Sachen gemacht habe. Es ist auch gemein, wenn man kurz vorher noch auf dem Server noch eben drauf war und dann mit seiner Effizienz 5 Spitzhacke einfach alles niedergemäht hat. Genauso wie mit der Schaufel mit 4. Leider nur 4, aber naja. Es ist trotzdem... Es haut einfach alles weg. Besonders wenn man dann auf eine Schaufel Glück 3 kriegt und dann Kies abbaut. Das ist wunderschön. Man bekommt kein Kies, man bekommt nur noch Feuersteine. Yay! Feuersteine, Lebensvorrat an Feuersteinen. So, jetzt packen wir den Diorit hier rein. Und sieh da, ich finde das toll. So, dann nehme ich mir hier. Oh. War wieder Fusch am Bau hier, ne? Wieder Spanas haben wir gemacht. Naja, sieht man ja eh nicht. Und spawnen kann da auch nichts, weil es nur ein halber Block ist. Also von daher, bis jetzt gibt es noch nichts, was auf einem halben Block Höhe spawnt, Gott sei Dank. Und das muss auch nicht unbedingt sein. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Diorit nicht reichen wird. So das dezente Gefühl. Ja. Es ist bloß die Frage, die Höhlen, die jetzt hier in der Nähe sind, hatten glaube ich noch kein Diorit, weil wir hier noch nicht waren, als das... hier schon waren, als der Diorit noch nicht war. Das ist jetzt natürlich blöd. Aber siehe da, ich finde das gar nicht mal so schlecht. Das ist schön. Doch. Fehlt uns aber Diorit unterwegs, ist halt fertig. Yay! Ich habe eigentlich genau jetzt Andesit durch das Diorit ausgetauscht und das war's. Oh Mann, aber doch. Vielleicht den Stein doch durch Andesit austauschen. Ich weiß es nicht. Lass es erstmal so. Und wenn es dann irgendwann nicht mehr gefällt, dann können wir es ja auch wegreißen. So ist es ja nicht. Es ist ja Gott sei Dank nichts unendlich hier. So. Sand? Wie eine Sandkiste? hier drüben, ne? Okay, das Sandstein. Aber na gut, dann packen wir da den roten Sand mit rein. Und hier haben wir noch ganz viel Andesit. Ich hätte Andesit nehmen sollen, ne? Statt den Diorit. Nein, nee, das reiße ich dir aber nicht wieder raus. Wir gucken uns mal eben. Ja, Tür. Ich hab dich auch lieb. Immer diese Doppeltüren. Es wird dunkel. Und jetzt hätten wir schlafen gehen. Bin ich voll für. Wahrscheinlich ist es nicht dunkel genug draußen, dass wir nicht schlafen gehen können. Doch, es geht. Wow. Wow. Wow, es ist wow. Was wir machen könnten. Ein bisschen. Ich muss die Teppiche austauschen, die gefallen mir nicht mehr. Ich habe so eine typische Art an Teppichen, die ich jetzt momentan immer mache. Deswegen würde ich die gerne haben. Ich wollte gar nicht nach oben laufen. Ich wollte da hinten ins Lager zu den Teleportern. Ich wollte nämlich was gucken. So.
erstmal. Das Wichtigste überhaupt. Moment. Die Teleporter erstmal schreiben und dann mal. Okay. Dann haben wir das auch umgeändert. Und da wollte ich hin, genau. Kurz in die Savanne. Und dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwo eine Höhle finden. Am besten in die Wüste laufen, genau. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob das hier auch schon war, das Diorit und Andesit und Granit und hast nicht gesehen. Deswegen gehen wir mal eben kurz gucken. Könnte man hier vielleicht mal ein bisschen rumlaufen und hier dann Zeug suchen. Ich wollte doch nicht in die Wüste laufen. Habe ich überhaupt irgendwo schon eine Höhle gefunden? Ich weiß es nicht. Ja, die erste Folge ist voller Chaos. Nur auf die Suche nach Diorit. So, schauen wir doch mal, ob wir hier irgendwo eine Höhle finden. Sonst baue ich mich gleich irgendwo rein. Habe ich auch kein Problem mit. Noch eine Wüste. Erstmal Savanne-Wüste. Das ist ja auch von der Temperatur her sehr, sehr dicht aneinander. Ist ja sowieso bei der Sahara und danach kommt ein schönes Grasland. Savanne halt, ne? Nennt man so, ne? Grasland, Savanne. Ja, ich glaube, das ist eine Höhle. Bloß schnell ablenken. Jip. Achso, das ist Sand. Ich glaube nicht, dass das Diorit war. Das war Sand. Ich möchte nur kurz gucken. Nur mal kurz gucken. Oh, das ist ein kleiner Wassertempel. Wassertempel. Das ist ein kleiner Wassertempel. Das sieht aber nicht so danach aus. Da ist eine Höhle. Schauen wir da mal rein. Ich habe ein bisschen mehr Höhle. Es sieht nicht so aus, weil das hier alles sehr steinern ist. Normal findet man gleich sofort hier irgendwo was, was in diese Richtung geht. Aber hier ist sehr viel Kohle. Und ich habe keine Fackel mehr. Na gut, dann nehme ich die wieder mit. Gut, hier können wir hier auch nicht gucken gehen, was das betrifft. Dann werden wir uns wahrscheinlich weiter an den Turmbiom ein bisschen orientieren. Und dort dann Theorit und sowas sammeln. So, jetzt muss ich nur noch mein Häuschen wiederfinden. Sollte auf der anderen Seite von dem Berg hier sein. So diese Richtung da, so diese Richtung. Bevor wir das zurück können. Waren wir in der Savanne schon, bevor Diorit und sowas alles dazu kam? Ja, schade. Da ist eine kleine Schlucht. Da ist das Häuschen. Gut versteckt. Dass man es auch ja nicht wiederfindet oder so. Nein. Habe ich gut gebaut. Jo, gehen wir mal jetzt hier rein. Hier nehmen wir noch ein paar Tische. So. Tada! Gut, dann können wir mit dem Weg hier erstmal großartig nicht weitermachen, weil ich möchte jetzt hier unbedingt sofort wieder ins Turmbiom zurück. Zum Tafelberg und dort Sachen, Zeug farmen gehen, weil wir da gerade erst waren. Deswegen muss das nicht unbedingt sein. Dann können wir uns mal eben kurz um die Bücherregale. Ja. Mal kurz überlegen, ich war da irgendwo Leder gesehen zu haben, habe ich aber nicht. Und wenn, dann haben wir das Leder auch sowieso da drüben in unserem kleinen Farmhäuschen. Ich muss mich erstmal wieder neu orientieren, das kann ein bisschen dauern, deswegen ist es wahrscheinlich jetzt auch totales Chaos für euch, was ich hier tue. Aua. Und das macht aber nichts. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich dieses Plateau hier, was ich hier gebaut habe, mittlerweile pottenhässlich finde. Ich muss hier irgendwie die Zäune da durch... Stempel ersetzen, das ist zwar kurz bevor die neuen Zäune dazu kamen, den ganzen verschiedenen Holzarten, habe ich dieses Ding gebaut und habe dann die ganzen Zäune wieder abgerissen, die Schwarzeichenzäune dahingesetzt. Uff, naja, ich weiß nicht, es sieht so aus, als ob es jeden Moment zusammenbricht, deswegen sollte man da vielleicht, oh, hi. Hallo, Haus. Sollte man da vielleicht mal ein bisschen gucken, dass man da Schwarzeichen reinkriegt. Das Haus sieht jetzt komplett anders aus, weil ich die Wolle umgeändert habe. Deswegen war ich gerade so, oh, Haus. Deswegen war ich so, hä? Warum ist die Wand so weiß? Weil ich, da war ja sonst, wenn man Johnny Smith hat, dass so ein schwarzer Rahmen drumherum, das habe ich ja weggemacht, weil ich das ätzend fand. Und das sieht voll geil aus hier. Wow, das ist gleich ein ganz anderer Eindruck von diesem Haus. Das ist Wahnsinn. So, dann möchte ich mal eben kurz gucken, ob wir hier jetzt noch Leder haben. Ich glaube nicht. Oh, guck mal, hier ist noch Hühnchen. Und Steak. Steak ist ganz doll wichtig. Und das war da oben drin. Das sieht mir gerade dezent ein bisschen auf die Nerven.
Das wird mir auch gleich auf die Nerven, das weiß ich jetzt schon, das können wir durchschauen lassen. Jo. Das sieht schlecht aus mit Leder. Jetzt kommt wieder unser Lederproblem, ich sehe es schon kommen. Deswegen gehen wir mal eben wieder raus, essen Steak. Ciao. Gucken wir mal, was die Kühe machen und unsere bunten Schafe. Viele bunte Schafe. So, Kühe haben wir nicht gerade wenig hier, das finde ich immer ganz gut. So, Kühe. Mach schon Leber. Leberische Kühe. So. Laufen wir durch die Kühe durch, weil Kühe toll sind und Kühe machen kleine Küchen. Und ja, alles, ja, haben wir, ja. Okay, gut, dann. Sieben Leder. Das ist nicht gerade viel, ne? So, 13, ja. Noch 3 Bücherregale machen. 16, jo, das sind da schon 5 Bücherregale. Sechs Bücherregale. Da kann ich mitleben. So, jupp. Bringen wir mal eben das Weizen zurück. Immer die falschen Kisten, ne? Ja, ich muss mich erstmal wieder umorientieren. Übrigens noch rohes Fleisch. Können jetzt die Samen hin, da. So. Und hier, bitte. Viel Spaß beim Brutzeln. Das Feld könnte man auch mal wieder abernten, ne? Könnte so einiges hier machen. Guck mal, ein Ei. Mist, das Huhn nicht getroffen. Verdammt, ich habe nachgelassen. Ich bin so eingerostet. Ich war viel zu lange nicht mehr hier. Ah, Panik. Wir brauchen so viel Diorit, weil der ganze Weg ist halt auch noch aus Diorit. Rechne mich doch an, Lissit. Ich bin mir da noch nicht ganz einig. Naja, gucken wir mal. Obwohl Diorit nicht gerade wenig ist, wenn wir einmal eine Höhlentour machen und alles mit dem an Diorit, was da rumfliegt, dann haben wir eigentlich auch genug. So ist es ja nicht. Aber ich finde dich gut. Bloß hört dann irgendwann der Weg hier so auf und dann denkt man so, oh, lalalala. Pff, ah, oh nein, oh, es tut so weh. Ah, okay. Und dann kraxeln wir wieder aus mit unserem gebrochenen Fuß und gehen nach Hause. Mit Leder in der Hand, weil wir toll sind und so. Und dann stellen wir uns hier hin und ich würde mal sagen, im nächsten Part machen wir dann hier weiter. Chaosmäßig, wie es sich gehört. Und die Blinde ist auch noch da. Ja, ich finde Eblinde toll. Gut, dann danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal dann wieder hier bei Minecraft. Ohne Zusatz im Namen. Da muss ich mich jetzt auch erstmal dran gewöhnen. Also tschüss und bis dann.